Hallo und einen wunderschönen guten Morgen aus dem wunderschönen Alanya, aus dem Ortsteil Obber. Wir sind an der Waldorfschule. Meine Frau bringt die Kinder gerade in die Klasse, also hauptsächlich unsere Tochter. Ich genieße einen sehr leckeren Kaffee von dem Chris, der hier Kaffeeröster ist in der Nähe vom Ganesh, Uygun Center. Bester Kaffee meines Lebens, mega lecker. Und wach werden ist jetzt angesagt. Ich habe letzte Nacht irgendwie nicht so gut geschlafen, irgendwie sehr oft aufgewacht und so. Irgendwie merkt man hier in Alanya sehr stark so die Schwingungen, so Mondphasen, Sonnenstürme, Magnetfelder und so. Manchmal schläft man total super, meistens, und manchmal schläft man auch ein bisschen komisch. Dann fragt man andere Leute, dann sagen die auch, ja, hab ganz komisch geschlafen letzte Nacht, ja. Und heute, warum bin ich hier überhaupt mit bei der Schule? Meistens kann ich ja morgens so ein bisschen in meine Kreativität kommen und dann arbeiten. Die Alexander hat halt einen etwas komplizierteren Zahnarzttermin und da wissen wir nicht so genau, wie es ihr danach geht. Wir werden ja hier einiges machen, auch noch mit ihren Zähnen. Das hatten wir in Deutschland ja auch schon mal versucht und leider hat es nicht ganz so geklappt, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir hatten versucht, mit normalen Behandlungen quasi die Zähne zu restaurieren. Bei ihr in der Familie liegt das sehr stark mit, dass die Zähne dann kaputt gehen. Die putzt sich besser als jeder andere die Zähne, Zahnseide, richtig gut putzen, mehrmals, immer schon, ihr ganzes Leben. Aber ja, es gibt halt die genetische Sachen und jetzt ist sie bald 50, ich ja auch bald. Und da ja muss man dann halt ein bisschen anders reparieren. Ne? Wir haben ja ein paar gute Zahnärzte schon durch. Also hier gibt es wirklich sehr gute Zahnärzte. Ich habe gehört, in Antalya ist es noch deutlich günstiger. Also wenn ihr wirklich Geld sparen wollt, dann versucht in Antalya. Da gibt es einfach noch mehr Zahnärzte und da ist es nicht so ab vom Schuss. Da kann man sicherlich nochmal Geld sparen, dass man sagt, was weiß ich, Beispiel, eine Krone kostet hier 250 Euro, kostet da vielleicht nur 150 Euro oder sowas, ja. Aber die hier kostet halt, weil es ein Touristengebiet ist, so ein bisschen mehr, kostet aber immer noch nur so ein Drittel ungefähr wie in Deutschland oder so die Hälfte bis zum Drittel, je nachdem, was man macht, ja. Mit was wir jetzt sehr zufrieden sind, mein großer Sohn hat das auch, die Alexandra auch, die hatte so eine Fehlstellung jetzt über die Jahre unten mit den Zähnen, haben wir Invisalign, so wie so Spangen machen lassen, die wurden in den USA gefertigt, dann hier rübergeschickt und die kosten hier tatsächlich nur weniger als die Hälfte als in Deutschland und das schafft es wirklich in, ich glaube es ist jetzt die 14. Woche oder sowas, dass die Zähne so gut wie gerade sind, das ist total klasse. Und ist total einfach zu benutzen, muss man alle ein bis zwei Wochen einfach so eine Beißschiene wechseln und die Zähne werden dann richtig gerückt. Wir haben hier eine sehr gute Kieferorthopädin, die ist auch in so einer Poliklinik hier mit drin und das passt, glaubt, alles sehr, sehr gut. Also hier die Gesundheitsversorgung, wenn man halt viel selber bezahlt, ist mega. Die Basisversorgung ist auch gut. Aber da gibt's auch Probleme mit Wartezeiten und so. Aber man kriegt immer noch Termine und man kommt immer noch dran. Bekannte von mir hatte mir erzählt, dass sie, was war es, ein Ultraschall oder eine Mammographie oder ein MR, irgendwas war es. Und da musste sie hier im staatlichen Krankenhaus, weil sie nicht so viel Geld hat, musste sie dann halt mal zwei Stunden warten. Aber ja gut, in Deutschland zwei Stunden zu warten ist halt eigentlich normal, oder? Selbst beim Hausarzt, ja. Und ja, wollte ich euch nur mal mitteilen. Ja, ansonsten kann es sein, dass ich ja nachher die Kinder auch noch abholen muss. Kann auch sein, dass ich morgen die Kinder zur Schule bringen muss und wieder abholen muss. Das wird mir dann morgen den Tag ein bisschen zerrupfen. Aber dann würde ich nochmal irgendwas auf dem Weg dann erledigen. Vielleicht nochmal wissen, was Handwerkern. In der Aquaresidenz wollte ich nochmal so eine Wand ein bisschen nachstreichen. Und vielleicht mache ich das dann morgen. Und ja, man kann das immer so ein bisschen modellieren, ja. Also es gibt hier immer was zu tun, so ist es halt, ne? Ich melde mich nachher nochmal, was so beim Zahnarzt passiert oder passiert ist und ja, ansonsten, hier wird super viel gebaut um die Schule rum, das war früher alles nur hier so Feld, hier wird gebaut und hier neben werden ganz viele Sachen gebaut und aber hier oben ist halt wirklich super schönes Wetter und wir haben ja auch unsere neue Wohnung, wir haben ja gestern ein Video zugemacht. Auch in Obber, das ist ungefähr so, ja, so 6 Minuten ungefähr von hier, von der Schule weg. Bisschen mehr noch bergig, bisschen mehr noch so ein bisschen,
ja, dörflich würde ich mal sagen, aber doch sehr zentral gelegen zu dieser Umgehungsstraße, dass man innerhalb von ein paar Minuten auf dieser Umgehungsstraße ist, die so hinten durch Alanya führt. Und da kann man halt super gut überall hin, ne? Also was ich zur Metro, was wirklich so ein Angelpunkt ist, kann ich euch vielleicht nochmal zeigen, wenn wir gerade bei der Metro sind. Das sind so viele Restaurants und Cafés. Zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Das ist eine gute Idee. Das habe ich euch nämlich noch nicht gezeigt. Ja, gut, erstmal ein Kaffee, ne? Ja, vorm Zahnarzttermin sind wir noch immer in der Metro. Und wie man hier sieht, wir machen wie immer Großeinkauf. Übrigens, wer gerne mal ein Bier trinkt, es lohnt sich schon mal in der Metro zu gucken. Das war heute am günstigsten. Da kostet dann eine Dose 1,55 Euro. Das ist ganz schön teuer im Gegensatz zu Deutschland. Aber besser als 2 Euro dann irgendwie bei Mikros oder sowas. Und hier gibt es jetzt mittlerweile super viele vegane Sachen, wer sowas mag. Ja, Burger und Schnitzelchen und sonst was. Hier geht es sogar noch weiter. Bis hierhin ist sogar alles vegan. Und dann ist hier auch nochmal ein Tresen mit veganer Lamachun, vegane Pizza, Börek, Falafeln, Ichli-Köfte in Veggie, nochmal Falafelburger und so. Also, und da drin sind die ganzen Mandeltrinks und so. Die von der Metro sind aber gerade nicht da. Also die besten und günstigsten sind von der Metro, Eigenmarke, aber die kommen erst in ein, zwei Wochen wieder. Deswegen haben wir jetzt die hier mitgenommen. Die kosten 74 türkische Lira. Das ist also unter 2 Euro, 1,90 Euro oder sowas. Genau. Wir kommen jetzt gerade aus der Metro raus. Die Alexandra freut sich auf ihren Zahnarzttermin. Ja, wie verrückt. Ja, wir wollen euch das mal zeigen. Wir reden immer davon, auch Leuten, die gestern die wir mal alle getroffen haben, gesagt, ja, hier um die Metro rum gibt es so viele tolle Restaurants. Also hier gibt es ein Handschuh-Gourmet, Chocolata Evan, das ist so ein Ding, wo man Schokolade und Kaffee. Die haben auch selbstgemachte Pralinen und Schokolade, kann man ja kaufen. Genau. Und die machen aber erst um 11 auf. Ah, um 11 machen die auf. Ja, dann zwischendrin hier nochmal Domino's Pizza, Holy Burger, Kings Point Berns, das war auch cool. Da waren wir, da haben wir mal was Veganes auch gegessen. Dann gibt's nochmal was mit Schokolade und dies, das und jenes. Und auf der anderen Seite sind ganz viele Apotheken. Da hinten ist noch ein Krankenhaus und da ist das Kabelland. Und hier geht's auch nochmal runter. Da war auch nochmal ein richtig gut. Senorita heißt es. Senorita, das ist ein total schönes Restaurant. Das hat Croissants und das ist für hier, für Alanya eher ungewöhnlich. Und hat auch so sehr schön innen so, ja, ein bisschen so spanisch-like, ne? Ja. Warum sie dann Croissants haben, keine Ahnung, frag mich nicht. Aber ist halt so, das nehmen wir einfach mal so hin. Ja, also du sitzt mal auch sehr schön drin. Und also hier kann man wirklich so eine Kaffeetour machen, auch wenn man sich mal mit Besuch trifft oder mit Freunden, kann man sagen, hey, wir treffen uns hier, hab heute Bock irgendwie auf Pralinen mit einem geilen Kaffee oder hier im Kaveland, da gibt's ganz, ganz viele Kaffeespezialitäten, also alle, ich weiß nicht, 40 verschiedene Kaffeesorten und so. Ja, ne? Die haben halt auch so spezielle Sachen, so ich hatte da zum Beispiel mal ein Ginger Latte, Ginger Spice Latte oder sowas gab's da. Und wenn man jetzt noch hier in die Richtung weiterfährt, geradeaus, dann kommen dann auch eher so noch so türkische Cafés. Und es gibt hier auch noch in der Parallelstraße, das ist noch das Yemen Kavesi und das Nane Limon. Das fand ich jetzt nicht so prall, aber das Yemen Kavesi, das vor allem im Sommer, da müsst ihr mal, da gibt es türkischen Kaffee mit Eiscreme gemixt. Ah, ja. Das schmeckt so lecker und so erfrischend. Also das ist wirklich total der Knaller. Das müsst ihr auf jeden Fall mal probieren. Genau. Und das hier, Farmella zum Beispiel ist jetzt auch noch, da kann man auch total schön Kaffee trinken und frühstücken. Farmella heißt das, ja. Genau, und das ist auch so ein Öko-Bio-Laden. Ah ja, und hier drüben ist diese Poliklinik, die bisher einen guten Job macht. Wir wechseln aber immer wieder durch, wenn irgendwas ist, ne? Ja. Aber hier, die ist gut. Bisher auch von den Kiefer-Orthopädie-Preisen fanden wir jetzt sehr gut. Ja. Und sie haben mich nicht versucht abzuzocken, ne? Kann man ja nur mal sagen, ich war ja da und sie hätten mich so ausnehmen können, wie eine Weihnachtsgans, weil ich hatte ja Angst, dass ich unter meinen Veneers Karies habe. Und dann haben sie Röntgenbilder gemacht und eine professionelle Zahnreinigung mit Natron, das war voll geil. Und haben gesagt, nee, alles ist in Ordnung, gibt es nur so eine Stelle, die muss man beobachten, eine Füllung. Aber ich soll dann im Jahr wiederkommen und sie hätten mich so ausnehmen können. Ja. Und jemand anderes, den ich im Flugzeug getroffen hatte, mir erzählt, genau das ist ihm nämlich fast passiert. Er war bei einem anderen Zahnarzt irgendwo hier auf der Hauptstraße und die haben gesagt, alles ist kaputt, alles ist kaputt. Das kostet 2000 Euro und sie machen es gleich. Und er hat gesagt, nee, ich hole mir eine andere Meinung an. Ist zu einem, im Machmutler, zu einem deutschsprachigen Zahnarzt gegangen und der hat ihn geröntgt und geguckt, gesagt, das ist überhaupt nichts, haben total gute Zähne und das war also voll die Abzocke. Also lasst euch lieber mal, wenn ihr Angst habt, dass ihr reingelegt werdet und immer mal eine zweite Meinung einholen,
Das ist überall wichtig. Ist in Deutschland genau dasselbe. Es wäre alles auch schon passiert, ja. Und ja, aber hier, es wirkt jetzt so ein bisschen komisch hier mit den vielen Autos oder so. Aber man kann ja hier schön drin sitzen. Teilweise haben die nach hinten auch noch Sitzbereiche, dass es halt ruhig ist. Ich wollte gerade noch sagen, genau das Magellan. Da war ich letztens mit einer Freundin. Das ist auch sehr schön da drüben. Ja. Und da sitzt man, da kann man, sieht, wenn man da guckt, ein Innenhof. Ist ein Innenhof. Das ist wirklich auch sehr schön. Und die haben zum Beispiel auch vegane Optionen, wenn man das möchte. Genau. Also das kommt hier sowieso immer mehr. Genau. Und von hier aus zum Beispiel zu unserer neuen Wohnung sind so 5 Minuten im Auto, maximal. 5, 6, ja. Und das ist halt super. Dann könnte man nämlich dann hierher, um dann halt so viele Möglichkeiten auch zu haben. Zwischendrin gibt es ja noch andere Sachen, aber ja. Und jetzt muss die Alexandra leider, die kann jetzt nachher nur Smoothies essen. Das ist wahrscheinlich. So, ich bin jetzt in den Katakomben hier von der Zahnarztpraxis, die wir gerade gezeigt haben. Ich habe verboten bekommen, währenddessen darf ich nichts filmen. Aber interessant, wie das hier gemacht wird. Also, Alexander kriegt Implantate. Das darf ich erzählen, dass du Implantate bekommst, oder? Darf ich das erzählen oder nicht? Ist ja egal, also gut. Und die sind von der Firma Straumann, ja. Und da kommt dann auch noch ein Techniker von denen, um das mit zu überwachen, dass die richtig eingesetzt werden und berät mit. Also es macht dann quasi der Chefarzt hier, der Chefzahnarzt und mit der Hilfe von den Technikern und der Schokolade. Und da ich hier warte, kriege ich hier sogar einen Kaffee, ne? So ist das hier in der Türkei ein bisschen anders, ja. Ich werde jetzt währenddessen nicht filmen, aber es kann sein, dass die Alexandra jetzt ein bisschen Schmerzen danach hat und so. Deswegen fahre ich sie nach Hause, hole euch die Kinder ab. Und jetzt geht's los, deswegen mache ich mal aus. Ne? Ich gucke auch nicht zu, damit wird so schlecht. Lief super, die OP, ja, kann man nicht anders sagen, ist ja eine OP. Gleich noch ein Rezept bekommen für was zum Gurgeln, Antibiotikum und Schmerzmittel. Schmerzmittel hat die Sprechstundenhilfe auch gesagt, am besten doch mal nehmen am ersten Tag, ne, damit so einfach die Erholung einsetzen kann, wenn es dann doch wehtut. Alexander ist ziemlich harter Knochen, die nimmt nicht so gerne Sachen, aber vielleicht nimmt sie ja doch was. Und ja, jetzt habe ich das erledigt, jetzt fahre ich sie nach Hause und dann kann sie sich ausruhen, dann hole ich nachher die Kinder ab und vielleicht bringe ich die auch morgen zur Schule, mal gucken, wie es ihr geht. Ja, das ist immer gut, wenn man zu zweit ist, ne? Wenn man alleine irgendwo ist in einem Land, dann braucht man viele gute Freunde, weil das kann immer mal was sein, dass einem nicht gut geht und dann will man nach Hause oder man muss mal eben zum Arzt oder Krankenhaus oder irgendwo hin. Also so als Ehepaar ist das dann doch alles relativ easy, ja? Wenn man alleine ist, muss man immer gucken, wie alles geht. Naja, aber alles funktioniert irgendwie. Und ja, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und ja, man ist hier sehr, sehr gut versorgt bezüglich Gesundheit auch. Also am Anfang dachten wir auch so, ja, so Zahnarzt hier, die sind genauso gut wie in Deutschland. In Deutschland gibt es gute und schlechte und hier gibt es auch gute und schlechte und hier ist es halt tendenziell etwas günstiger. Also gerade wenn ihr hier länger mal seid, dann kann man hier schon sehr, sehr viel günstiger machen in der gleichen Qualität. Das ist wirklich top. Alles auf neuestem Stand hier, super sauber und ja, mega.